Die NATO hat auf Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert. Mit einer neuen Strategie und einer der weitgehendsten Reformen ihrer Geschichte. Das westliche Militärbündnis wird ihre Truppen und Waffensysteme in Osteuropa, vor allem in den baltischen Staaten, massiv verstärken. Die schnelle Eingreiftruppe wird versiebenfacht. Damit will die NATO Putin von Angriffen gegen weitere Nachbarstaaten abhalten. Wir fragen heute: NATO gegen Putin, Verteidigung oder Aggression? Herzlich willkommen zu Auf dem Punkt, heute mit diesen Gästen. Herzlich willkommen, Karolina Wigura, politische Redakteurin von Kultura Liberalna, Polens führender Online-Wochenzeitung. Gustav Gressel, bewährter NATO- und Militärexperte beim European Council on Foreign Relations. Und aus Riga zugeschaltet, Juri Reschetto, Leiter des DW-Studios Riga, bis vor kurzem noch in Moskau. Tja, die NATO hat eine große Reform angekündigt. Herr Gressel, bringt Putin das jetzt in Nöte? Macht er sich Sorgen im Kreml? Nur Sorgen macht er sich nicht. Also man muss ja sagen, Russland hat ja die NATO schon lange als Feind betrachtet. Mhm. Man erinnere sich an die Münchner Sicherheitskonferenzrede 2007. Man erinnere sich an die ganzen Töne, die nach dem Georgienkrieg an den Westen kamen. Also das ist in da nichts Neues. Man wird sich auch bei den Maßnahmen, die die NATO jetzt mal eingeleitet hat, auch mal zuerst anschauen, was da wirklich kommt und was jetzt wirklich passiert. Denn man weiß auch, dass Papier im Westen geduldig ist und dass Formulierungen und Absichtserklärungen und Zahlen, nicht, und Zahlen ja noch nicht endgültig militärische Stärke bedeuten. Und dann sozusagen wird man, wenn es soweit ist, wird man sich anschauen, was da kommt. Frau Wigura, Ihr Heimatland Polen hat ja seit vielen Jahren darauf hingewiesen, dass man mal ein bisschen nachrüsten konnte. Ist da jetzt eine Art Erleichterung zu verspüren? Ja, das, was die NATO entschieden hat, ist betrachtet als ein Kompromiss, aber als ein guter Kompromiss. Also nicht nur Polen, ich denke, sondern auch andere Nachbarn von Russland beobachten diese neue Entscheidung als eine Annäherung von den Westen zu den Osteuropa. Und das finde ich sehr wichtig. Vor einigen Wochen haben wir hier gesprochen über die zwei Definitionen des Krieges. Ja, dass die Nachbarn von Russland haben gedacht von Anfang an, wir sind schon in diesem Krieg. Aber das Westen Europas hat gedacht, naja, also der Krieg ist dort, aber wir müssen, das Wichtigste ist, dass wir vermeiden, den Krieg zu vergrößern, zu eskalieren. Jetzt es sieht so aus, dass nicht nur Deutschland, sondern auch andere westliche Staaten von Europa und von NATO verstehen, der Krieg immer mehr ähnlich als die Nachbarn von Russland. Juri, ein Blick aufs Baltikum. Bislang haben wir ja nur Ankündigungen gehört. Bis das alles umgesetzt ist, wird es eine Weile dauern. Natürlich wird auch Putin dadurch vielleicht ein wenig aggressiver noch. Ist das jetzt eher eine Phase der Beruhigung oder Verängstigung, wenn die NATO solche Ankündigungen macht? Das ist eine Phase, auf die hier die Menschen im Baltikum sehr lange gewartet haben. Die haben lange darauf gedrängt, dass die NATO ihre Ostflanke vergrößert. Und ich möchte auch dem Kollegen ganz am Anfang ein bisschen widersprechen. Ich glaube schon, dass Wladimir Putin sich Sorgen macht, weil die NATO sich jetzt vergrößern möchte. Denn das Ziel, was er eigentlich hatte die ganze Zeit von Anfang an mit diesem Krieg, ist, die NATO so weit wie möglich zurückzudrängen, die NATO nicht an die russischen Grenzen zuzulassen. Und jetzt ist das Resultat seines Angriffs des Kriegs ist, dass die NATO eben genau an seiner Grenze sein wird. Und deswegen wird er sich schon überlegen müssen, wie er damit umgeht. Aber noch einmal zurück zu den Menschen im Baltikum. Sie sind sehr, ja, sie warten sehr darauf, dass eben die Soldaten, die NATO-Soldaten hier in den baltischen Ländern mehr stationiert werden und nicht irgendwo in Deutschland oder sonst wo. Weil NATO-Vergrößerung heißt für sie erstmal, dass die Soldaten hierher kommen sollen. Gibt es da schon, ich sag mal, Erwartungen für einen Zeitraum, wann es soweit ist? Es wird ja nicht morgen passieren. Also die Erwartung ist natürlich,
Ja, die Erwartung ist natürlich so schnell wie möglich. Mhm. Wir haben gestern eine kleine Umfrage hier in Riga gemacht bei den Menschen. Die sind natürlich geteilt, geteilter Meinung. Einige sagen, das ist ja auch ganz schön gefährlich, wenn dann also hier die NATO noch mal vergrößert wird und hier präsenter wird, weil eben, und das müssen wir uns immer versinnbildlichen, Deutschland ist viel weiter von Russland entfernt als Riga, Litauen und Lettland, Länder, die eine gemeinsame Grenze mit Russland haben. Ja, einst wurde die NATO von manchen, unter anderem Frankreichs Präsident Macron, als hirntot erklärt. Doch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine hat das Bündnis zu neuem Leben erweckt. Die NATO steht vor der größten Neuaufstellung seit dem Kalten Krieg. Vom Boden, aus der Luft und vom Wasser. Die NATO ist seit dem russischen Vorgehen und der Besetzung der Krim 2014 bereits im Baltikum und in Polen präsent, zur Abschreckung bisher. Jetzt der Wandel. Aus Abschreckung wird Alarmbereitschaft. Die bereits vorhandenen NATO-Truppen an der Ostflanke werden aufgestockt auf Brigadeniveau. Heißt, jeweils bis zu 5000 Soldaten und Soldatinnen. Dazu sollen Stützpunkte dauerhaft werden. Deutschland hat bereits angekündigt, dass es die Kampftruppenbrigade in Litauen führen will. Die schnelle Eingreiftruppe der NATO, die Speerspitze im Ernstfall, wird um das Siebenfache vergrößert auf 300.000 Soldaten und Soldatinnen. Auch mehr Geld soll fließen, 1 Milliarde Euro für die Entwicklung neuer Technologien. Finnland und Schweden treten dem Militärbündnis bei. Das ist so gut wie sicher. Damit wird die NATO auf 32 Mitgliedstaaten anwachsen. Die Übungen für den russischen Angriffsfall laufen wie bei diesem Manöver in der Ostsee. Hat die NATO Putin jetzt auf Dauer im Griff? Wer könnte das besser beurteilen als Gustav Gressel? Hat die NATO Putin jetzt im Griff? Also zur Zeit, das muss man auch sagen, zur Zeit, weil da immer gesprochen wird von der Gefahr, Putin könnte reagieren, zur Zeit ist die russische Armee in der Ukraine gebunden. Die Kampfverbände, die einsatzbereit sind, die kämpfen dort. Das, was an russischer Armee verblieben ist in Russland, das bildet aus, um diesen Krieg weiter zu nähern. Mhm. Truppen aus Kaliningrad sind abgezogen, um die Offensive im Donbass zu verstärken. An der finnischen Grenze, die hat man fast leer geräumt, weil man die Truppen in die Ukraine geschickt hat. Also kurzfristig, solange dieser Krieg läuft, ist sozusagen die Eskalationsmöglichkeiten Putins fast null, außer Provokationen. Langfristig natürlich ist es immer eine Frage des Kraftraum-Zeitkalküls. Wie viele Kräfte können wir aufbieten, in welcher Zeit und in welchem Raum? Ganz kurz nochmal, Kraftraum-Zeitkalkül. Das muss alles, stimmen. Ja. Der Vorteil der russischen Armee war ja immer, dass sie direkt an der Grenze saß, etwa der baltischen Staaten, während die NATO sich darauf verlegt hat, Reserven in Westeuropa bereitzuhalten, die man dann, wenn der Konflikt anfängt, in den Osten verlegt. Was die Schwierigkeit aufmacht, wann fange ich an, sie zu verlegen? Wann ist für uns Krise? Auch wenn wir da an den Februar zurückdenken, gab es ja Staaten, die bis zum letzten Moment nicht geglaubt haben, dass es zum Krieg kommen könnte. Wie viele sind dann jetzt wirklich einsatzbereit und wie schnell können die verlegt werden? Wenn all das, was beschlossen wurde, wirklich so umgesetzt wird und vor allen Dingen, wenn Schweden und Finnland der NATO beitreten und dem baltischen Raum mehr Tiefe in dem Verteidigungsdispositiv geben, weil man dann natürlich auch in Schweden etwa Luftstreitkräfte stationieren kann, weitreichende Waffensysteme, die dann die Verteidigung in den baltischen Staaten unterstützen können, dann hätte man Russland weit besser im Griff, als das vorher der Fall war. Wir müssen aber, das muss ich immer zu bedenken geben, da auch wirklich hinkommen. Es gab ja schon viele Runden von Ankündigungen, von Aufrufen, kommen wir gleich noch zu, die dann vor den Finanzministerien quasi krepiert sind. Ja. Und das ist halt immer, wo ich zur Vorsicht mahne, da man darf den Tag nie vor dem Abend loben. Wir müssen auch mal schauen, was als wirklich umgesetzt wird und wie schnell. Juri, Schweden und Finnland sind quasi schon fast NATO-Mitglieder. Damit wird die Ostsee ja zu so einer Art NATO-Binnenmeer. Also es war ja immer auch strategisches Ziel Russlands, irgendwie Richtung Ostsee zu kommen. Wird dadurch die russische Strategie oder Militärdoktrin verändert?
Ganz sicher, also zumindest hat Putin schon angekündigt, dass er adäquat reagieren würde daran, dass eben NATO-Truppen womöglich an der zum Beispiel finnischen Grenze stehen würden. Mhm. Und die ist über 1000 Kilometer lang. Wie adäquat diese Maßnahmen sein werden, wissen wir natürlich nicht. Aber ganz klar, Russland wird darauf reagieren. Also Putin wird schon auch seine Kräfte Richtung Baltikum, Richtung Schweden, Richtung Finnland bündeln. Und wir wissen zum Beispiel, dass die estnische Ministerpräsidentin die ganze Ostsee zum NATO-Meer sozusagen erklärt hat. Also das ist auch hier ganz klar eine ganz große Bedeutung wird ihm beigemessen. Und es könnte also in den nächsten Monaten ganz spannend werden hier auf beiden Seiten. Carolina Vigura, wir tun ja schon fast so, als sei dieser Ukraine-Krieg vorbei. Also diese ganzen NATO-Planungen, hat man den Eindruck, beziehen sich auf den Tag danach. Wie sind die Überlegungen in Polen? Wird es noch eine polnisch-ukrainische Grenze geben oder ist die Ukraine eigentlich schon aufgegeben? Nein, Ukraine ist gar nicht aufgegeben. In Polen herrscht eine komplizierte Atmosphäre, nämlich viele Polen und auch viele polnische Medien sagen, dass die Ukrainer werden bestimmt den Krieg gewinnen. Und das ist vielleicht ein Zeichen davon, dass wir diese große Hoffnung haben, dass Ukraine wird nicht nur bestehen, sondern auch den Krieg gewinnen. Aber wir sehen leider, dass es nicht der Fall ist heute. Ja? Und es gibt auch manche Journalisten, manche Experten in Polen, die sagen, es sieht nicht gut aus heute. Ja? Also wir haben jetzt auch zu diesem Thema, zum NATO, ich meine, einerseits, es ist ja gut und es ist ja positiv betrachtet in Polen und baltischen Ländern, dass wir diese neue Strategie von NATO haben. Aber andererseits sehen wir, dass die Ukraine jetzt gerade die östlichen Gebiete verliert. Mhm. Das jetzt gerade passiert. Herr Gresse, Sie haben es eben schon angesprochen, Kosten und Ankündigungen. In 30 Jahren oder über 30 Jahren Bundeswehr, nach Fall der Mauer, haben wir hier in Deutschland ja viel Versprechung, auch interessante Strategieüberlegungen erlebt. Alles das, was jetzt kommt, ist ja noch mal so viel an Anforderungen obendrauf. Trauen Sie das dieser Bundeswehr zu? Ja, eigentlich ist das, was jetzt kommt, in vielen Dingen für die Bundeswehr das, was eigentlich schon zwischen 2014 und 2016 versprochen wurde. Wenn man sich anschaut, was zwischen Wales und Warschau versprochen wurde, war ein Aufwuchs der Bundeswehr auf drei Divisionen und drei wirkliche, also nicht die schnelle Division mit eingerechnet und die deutsch-französische Brigade irgendwo noch dazu reingerechnet und die Holländer ein bisschen mit einbezogen, sondern wirklich drei mechanisierte Bundeswehrbrigaden und schnelle Eingreifkräfte dazu und eine davon schnell verfügbar. Das war das langfristige Aufwuchsziel der Bundeswehr für den Bündnisfall, das man ja 2016 schon versprochen hat. Es hat dann der damalige Finanzminister, der mit der heutigen Regierung wahrscheinlich gar nichts zu tun hat, natürlich gestoppt, indem er das Budget davor, das war nämlich 65 Milliarden Euro pro Jahr, gestoppt hat sozusagen diese Schulden für die Bundeswehr damals nicht machen wollte. Jetzt muss man sie sozusagen auf einen Schlag neu und groß machen. Aber natürlich, ja, schauen wir uns das an, es wurden ja viele Dinge schon einmal versprochen, wie sie jetzt umgesetzt werden. Ich hoffe, dass jetzt die Reife, dass man diese Dinge nicht nur verspricht, weil man sie Donald Trump schuldet oder weil wir irgendwo das Image Deutschland ankratzt, dass das mal vorbei ist, sondern dass man wirklich jetzt sieht, wir müssen das jetzt machen, weil die Sicherheit des europäischen Kontinents und unsere Sicherheit auch davon abhängt und dass die Ernsthaftigkeit jetzt eine andere und eine größere ist. Aber eigentlich standen diese Ziele ja schon länger im Raum. Sie sagen, wir müssen. Es gibt so eine goldene Regel, immer wenn Sätze mit wir müssen anfangen, bedeutet es, wir tun es aber nicht. Also für wie fähig halten Sie die deutsche Regierung und die deutsche Bundeswehr, das jetzt auch mal tatsächlich zu liefern? Also an und für sich gibt es die finanziellen Ressourcen. Es gibt das Geld. Die schwierige Situation wird die Personaldecke sein. Mhm. Es soll viel Bundeswehr kommen. Wir haben gesehen, dass, also
das Personal fehlt. Der Bundeswehr besteht schon seit länger. Die Bundeswehr hat mehr das Problem, dass sie Leute nicht rekrutieren kann, als dass es das Geld nicht da wäre, sie bezahlen zu können. Das ist etwas, wo es wirklich schwierig ist. Ansonsten, wir haben eine Verteidigungsindustrie, wir haben das Geld. Das sollte kein Problem sein, wenn wir wirklich ernst machen und wenn wir auch dann die Prioritäten beibehalten. Das Problem wäre auch in der Vergangenheit nicht, dass das Geld abstrakt nicht da war, sondern dass immer in der Prioritätenliste, wenn es heißt, so jetzt wird der Finanzjahresplan fürs nächste Jahr gemacht, wie viel können wir für die Bundeswehr übrig lassen, dass dann andere Prioritäten vorgeschoben wurden und sagen, nee, das ist aber jetzt wichtiger als Verteidigung. Und das wird sich jetzt wahrscheinlich umkehren. Und das ist natürlich gerade für die jetzige Regierung bitter, weil die Sozialdemokraten hatten mehr soziale Projekte, die Grünen hatten die Energiewende, die sie eigentlich breiter und anders auch finanzieren wollen. Und die gehen jetzt alle ein bisschen in der Krise unter. Aber bös gesagt, that's life. Ja, wäre nicht die erste Regierung, die dann in einer anderen Welt aufwacht, als sie gedacht hat, dass sie regieren wird. Die neue Einigkeit und klare Kante. Das NATO-Treffen in der vergangenen Woche in Madrid markiert eine Zeitenwende für das Bündnis. Und so hört sich das aus dem Mund wichtiger NATO-Mitglieder an. Wir werden mehr Schiffe in Spanien stationieren, mehr Luftabwehr in Italien, in Deutschland, mehr F-35 Jets im Vereinigten Königreich. Zur Stärkung unserer Ostflanke richten wir ein ständiges Hauptquartier für das 5. Armeekorps in Polen ein. Dazu wird eine zusätzliche Brigadekampftruppe in Rumänien stationiert und Rotationseinsätze in den baltischen Ländern. Wir liefern zu den 12 bisherigen 6 weitere Cäsar-Artilleriegeschütze. Sie zählen zu den dringend benötigten Waffen der ukrainischen Armee. Die Bundeswehr wird zusätzlich und in hoher Einsatzbereitschaft im Kern eine gepanzerte Division in der Größenordnung von 15.000 Soldatinnen und Soldaten zur Verteidigung Nordosteuropas, über 60 Flugzeuge und bis zu 20 Marineeinheiten dauerhaft vorhalten. Juri, in dieser Einigkeit hat man das selten gehört. Ne? Sehr martialisch, sehr entschlossen. Gustav Gressel hat gerade schon gesagt, ja, im Detail liegt dann meistens das Problem. Wie ist das im Baltikum, wenn man mal für alle drei Staaten spricht? Wie ernst werden diese Ankündigungen genommen? Oder ist das vielleicht doch so ein bisschen Schaufenster-Säbelrasseln? Ja, die werden sehr genau gehört und sehr genau reflektiert. Der lettische Außenminister Rinkevičs hat ja neulich gesagt, er hat im Grunde genommen jetzt endlich das bekommen, wozu er lange schon gedrängt hat. Also viele haben schon darauf lange gedrängt, dass die NATO eben vergrößert wird. Aber die Skepsis ist ja auch da. Und wenn man die Reaktion der Menschen sieht, auf zum Beispiel die Zögerlichkeit der westlichen Länder, ganz voran Deutschlands, schwere Waffen zu liefern, die Menschen wissen ja nicht diesen pazifistischen Hintergrund, den Deutschland hat. Die haben eine ganz andere Erfahrung mit Russland gehabt, mit den Russen während der Sowjetunion, während der Okkupationszeit, wie das hier genannt wird. Und die verstehen das also nicht, warum der Westen so lange zögert, warum Deutschland so lange reagiert. Jetzt ist also die Skepsis da, dass diese Entschlüsse, die NATO zu vergrößern, doch sehr lange umgesetzt werden. Aber auf der anderen Seite noch einmal, es überwiegt die Erleichterung, es überwiegt die Genugtuung, vielleicht sogar Freude, dass die NATO eben hier an dieser Ostflanke vergrößert wird. Carolina Wigura, vielleicht eine polnische Spezialfrage, aber kann man die NATO eigentlich ohne die EU betrachten? Ach ja, das ist eine polnische Frage. Polen ist durchaus bekennendes NATO-Mitglied. In Sachen EU gibt es auch durchaus kalkulierte Spannungen. Kann man das trennen? Natürlich, es gibt jetzt diese Spannung und auch der Kontrovers, nämlich ob Warschau jetzt also mit dem Gefahr von Russland mehr oder weniger mit den europäischen Regeln spielen wird. Ja? Und manche Optimisten in Warschau sagen, dass Warschau muss endlich zum Beispiel an seinem Justizsystem arbeiten. Ja? Und zwar zusammen mit der Europäischen Kommission. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, dass die heutige Regierung in Warschau
denkt, na ja, also wir sind jetzt ja weniger isoliert als bevor Februar 2022. Wir sind ja jetzt der Hub, der wichtig ist, um Ukraine aufzurüsten und so weiter. Und deshalb müssen wir nicht auch mit den Regeln spielen. Also wir werden das in den nächsten Monaten sehen. Wichtig ist auch, dass in Polen in einem Jahr die parlamentarische Wahl ist geplant. Und dann können wir auch eine neue Regierung haben. Dann werden wir sehen, was passiert. Gustav Gressel, wir haben es eben im Einspieler gesehen. Joe Biden, sehr entschlossen, hat mit der NATO hier auch im Ukraine-Konflikt in einer, wie ich finde, durchaus überraschenden Klarheit eingegriffen und geholfen. In 2 Jahren wird in den USA wieder gewählt. Diese NATO-Vergrößerung und Verstärkung ist natürlich auch massiv vom amerikanischen Präsidenten abhängig. Was passiert, wenn ein Trump oder Trump-Anhänger wieder ins Weiße Haus einzieht? Das ist die gute Frage, die sich hier jeder stellt. Wenn von den 300.000 Mann gesprochen wird, muss man ja rechnen, zurzeit sind 100.000 amerikanische Soldaten auf dem europäischen Kontinent. So viele waren das ja in den vergangenen Jahrzehnten nicht. Und 300.000 Mann wird man nicht zusammenkratzen ohne die USA. Sie spielen auch jetzt in der Vorbereitung der ganzen Ostflanke, in der Führung, in der Aufklärung, in der nachrichtendienstlichen Vorbereitung. Sie waren auch die einzigen, die wirklich, also Sie und die Briten, vorhergesagt haben, was da kommt. Eine enorm wichtige Rolle. Und in den USA und nicht nur die Republikaner rennt die Diskussion, wie lange können wir uns eigentlich die Ablenkung von Asien, die Ablenkung von China, der sozusagen der große und der richtige Feind ist, überhaupt leisten. Und das ist nicht nur etwas, was mit der Figur Bidens zusammenhängt, sondern das ist eine Generationenfrage in beiden Parteien, dass ältere Leute Bidens, also die Generation Biden, sogar auf der republikanischen Seite, bereitwilliger ist, in Europa zu sein und mit den Europäern zu arbeiten, weil sie das noch aus dem Kalten Krieg gewohnt sind. Und dass die Jüngeren, also mein Alter und südlich davon, China fixiert sind. Und das wird noch eine enorm schwierige Debatte für die Europäer, die Amerikaner im Boot zu halten. Ziemlich egal, wer kommt. Und auch zu zeigen, dass die Abschreckungsfähigkeit, die die USA hier in der Ukraine erzeugen, auch in Asien einen Wert hat. Denn in Asien ist es ja nicht nur so, dass man mit Südkorea und Japan Bündnispartner hat. Taiwan ist ein quasi Alliierter. Es gibt eine Verpflichtung, für Taiwans Sicherheit zu sorgen, die aber kein ausformulierter Bündnisfall ist. Ähnlich war es ja mit der Ukraine und dem Budapester Memorandum. Da war was, aber es war nicht wirklich konkret. Und dann gibt es in Asien Staaten wie Vietnam, wie Indonesien, die nicht Bündnispartner sind, die auch nicht Bündnispartner werden oder werden wollen, die aber Richtung USA sehen und auf die USA eine Hoffnung haben, dass sie gegenüber dem großen, mächtigen China im Ernstfall natürlich auch Unterstützung leisten. Und wo man den Amerikanern klar sagen muss, euer Verhältnis jetzt in der Ukraine, der Welt zu zeigen, nicht nur den Russen, der Welt zu zeigen, ihr könnt mit jedem Staat zusammenarbeiten und so zusammenarbeiten, dass man eine Aggression auch einer großen Militärmacht stoppt, ist ein strategischer Wert an sich. Das müssen wir dem Weißen Haus und das müssen wir Washington wirklich gut verkaufen, um sie im europäischen Boot und in der europäischen Sicherheitsarchitektur zu halten. Verkaufen ist ein gutes Stichwort. It's the economy, stupid, hat Bill Clinton mal gesagt. Was bedeutet eigentlich diese massive Aufrüstung hier in Europa für die amerikanische Waffenindustrie oder Rüstungsindustrie? Das ist natürlich auch Geschäft, das sind Arbeitsplätze. Also ist das auch ein Argument für Republikaner? Das wäre ein Argument für Republikaner. Das zweite Argument für Republikaner ist die Bedeutung des europäischen Absatz- und Binnenmarkts einfach für globale regulative Streitigkeiten. Wir haben ja jetzt sozusagen den Rüstungswettlauf mit Russland und die USA haben den Rüstungswettlauf mit China. Wir haben aber auch einen regulativen Wettlauf mit China. In weiten Teilen der Welt einen regulativen Wettlauf mit China. Und gerade Deutschland war eigentlich sehr mau, auf welcher Seite da steht. Hier gab es große Vorbehalte gegen TTIP. Hier gab es enge Beziehungen deutscher Großunternehmen auch nach China, die dort investiert haben. Das ist auch jetzt
immer mehr auf dem Rückzug, weil man auch sieht, wie sich die chinesische Regierung verhält. Und das kann man auch Republikanern erklären. Also Jungs, wir können uns gegenseitig unterstützen. Wir für euch, vor allen Dingen im regulativen, technischen, wirtschaftlichen Bereich, sind eine Hilfe im Indopazifik. Aber ihr müsst militärisch auch eine Hilfe in Europa für uns sein. Juri, Sie waren Leiter des DW-Studios in Moskau. Es hieß bislang immer, Putin wird es nicht wagen, ein NATO-Land anzugreifen, weil dann Artikel 5 die Beistandspflicht gilt. Würden Sie sagen, dass diese ewige Weisheit immer noch gültig ist? Ich glaube schon, denn das eine ist, die Ukraine anzugreifen und das andere ist, ein NATO-Land anzugreifen, wo die ganze NATO-Armee, wo die ganzen anderen NATO-Mitgliedstaaten dahinter sind. Und Putin ist ja kein Selbstmörder, also er ist kein großer Stratege, er ist ein Taktiker. Er guckt, was er gerade, wo er gerade gewinnen kann und ändert auch seine Strategie, je nachdem. Und noch einmal, wir haben jetzt hier zum Beispiel im Baltikum eine Stimmung, die ist extrem antirussisch. Wir haben hier im Baltikum die Stimmung, wo die Menschen sich überlegen, freiwillig an die Front, oder nicht an die Front natürlich, so weit ist es noch nicht, hoffentlich kommt es auch nicht dazu, so freiwillig in die Armee zu gehen. Hier in Lettland wird eben die allgemeine Wehrpflicht diskutiert, in Litauen gibt es paramilitärische Verbände, also die Menschen hier schließen nicht aus, dass Putin eines Tages auch eines der ihrer Länder angreift, aber ich glaube nicht, dass Putin so weit kommt, wenn Sie mich fragen, Herr. Volodymyr Zelensky sieht das ein wenig anders. Der ukrainische Präsident ist sich sicher, dass für Putin der Krieg gegen sein Land, die Ukraine, nicht der letzte bleibt und dass er mit Überfällen auf die Nachbarn weitermacht. Die Frage ist, wer ist der Nächste für Russland? Moldau, das Baltikum oder Polen? Die Antwort, sie alle. Da schaudert es ein bisschen. Carolina Vigura, ist das, teilen Sie die Meinung? Das ist die Frage der Erfahrung, der historischen Erfahrung. Und nicht nur Polen, sondern auch die Ukraine und die baltischen Länder, die teilen dieselbe Erfahrung von dem russischen Imperialismus. Also das ist die Erfahrung, dass dieser Imperialismus, der auch verbunden ist mit dem russischen Konzept des Nationalismus, immer wieder zu diesen Ländern reinkommt und immer wieder etwas zerstört. Und das, denke ich, ist der Hauptargument von Zelensky. Also nicht nur, dass wir hier einen Prozess sehen, ein Prozess, der ist in Tschetschenien angefangen, dann Georgien, dann natürlich Krim, aber auch, dass wir hier eine historische, geschichtliche Logik sehen. Seit Jahrhunderten. Und deshalb die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas sagt, der Haus von unseren Nachbarn ist brennt und unser Haus wird ja bald wahrscheinlich brennen, weil das ist die Wahrheit oder der Realismus der historischen Erfahrung. Es ist ja unwahrscheinlich vielleicht heute, dass Putin wirklich die Ostflanke, die Ostgebiete von NATO ergreift. Aber diese Erfahrung sagt etwas anders. Und ich denke, die neue Strategie der NATO ist auch ein Zeichen davon, dass dieser Realismus wird jetzt zugehört. Und das ist auch wichtig. Es muss nicht sein, dass Putin der Krieg sozusagen entwickelt. Mhm. Ja? Aber es kann so sein. Und deshalb diese neue Strategie der NATO. Gustav Gressel, Sie haben es eben schon angesprochen. Putin kratzt alles, was er an anderen Grenzen, an Menschen und Material hat, zusammen im Baltikum, aber zum Beispiel auch an der russisch-chinesischen Grenze. Für diesen, ich sag mal, vergleichsweise kleinen Konflikt im Osten der Ukraine, hat er überhaupt die militärischen Mittel, wenn wir die nukleare Option mal auslassen, hat er die konventionellen militärischen Mittel, um die NATO anzugreifen? Also man muss sagen, diese Streitmacht, die in der Ukraine eingefallen sind, war viermal so groß als die ganze NATO Response Force, die bis jetzt existiert hat. Also wird sie ja vergrößert. Also die Ukraine ist die zweitgrößte Landarmee in Europa. Das ist nicht Bosnien oder Afghanistan oder sonst was. Das ist ein Riesenkrieg zwischen zwei Industrienationen.
Die Frage, ob Russland die NATO angreift und ob es dazu fähig ist, wenn wir uns anschauen, was Putin am 17. Dezember 2021 verlautbart hat, als Vorschlag für eine Sicherheitsordnung, wo er den Rückbau der NATO-Osterweiterung gefordert hat, eine de facto verteidigungslose Ostflanke haben wollte. Eine solche hätte er natürlich angegriffen, denn er hat keinen Respekt vor dem Recht oder vor NATO Artikel 5, weil NATO Artikel 5 da. Er hat Respekt vor einer funktionierenden Verteidigungsfähigkeit. Wenn die nicht da ist, dann wird er sich auch dort Chancen suchen. Und aus russischer Sicht hat man ja geglaubt, dass man die Ukraine in einigen Tagen, wenn nicht Wochen, niederringt und dann die siegreiche russische Armee wenn nicht der bestimmende Faktor in Europa sein wird und aus der Position des siegreichen Krieges in der Ukraine und der Herrschaft über die Ukraine Russland die gesamte europäische Sicherheitsordnung neu verhandeln wird können. Das ist jetzt nicht so weit gekommen, weil die Ukraine Widerstand leistet, weil die Ukraine mehr Widerstand leistet, weil die eigene Armee nicht so schlagkräftig ist, wie sie aus dem Papier ausgeschaut hat. Aber die Denkrichtung, die war eine weit offensivere und die militärische Strahlkraft, die produziert hätte werden sollen, die ging auch weit über die Ukraine hinaus in der ursprünglichen Konzeption. Dass er jetzt in der Ukraine zu scheitern droht mit dem Ganzen, ist eine andere Geschichte. Das ist unintentional. Deshalb verstehe auch ich die Bundesregierung nicht, dass man zwar sagt, ja, Zeitenwende, und Zeitenwende geht um die Bundeswehr, geht um die NATO. NATO-neues Konzept, tragen wir alles mit, aber bei den schweren Waffen in die Ukraine, da müssen wir sozusagen unsere eigenen Bedürfnisse vorrangieren und da sind wir zögerlich, weil eigentlich dieser Fall jetzt in der Ukraine Russland so zu schwächen, dass dieser Imperialismus einfach eine unwegbare, nicht nur eine sozusagen rechtswidrige, sondern eine wirklich technisch unwegbare Politik wird. Das hat man in Berlin noch nicht erkannt. Und wir sollen vielleicht noch den Kaliningrad erwähnen. Ja. Herr Gressel hat einmal Kaliningrad schon erwähnt. Und das ist nicht an der Ostsee, ja? Natürlich, und das ist natürlich nicht nur die Ironie der Geschichte, dass der große deutsche Philosoph Immanuel Kant dort den Traktat über den ewigen Frieden geschrieben hat, aber auch es ist eine Enklave, diese Suwałki-Luke, das ist ja auch eine große Herausforderung und ein Fuß in der Tour von Europa, die den Russland hinzugefügt hat. Aus Russland, was ein Wunder, war natürlich als erstes zu hören, dass man die neue NATO-Strategie als Akt der Aggression betrachte. Und Putin wäre nicht Putin, wenn er nicht mit wüsten Drohungen antworten würde. Hören wir mal rein. Wenn Finnland und Schweden in die NATO wollen, bitteschön. Sie müssen nur klar verstehen, früher gab es keine Bedrohung für sie. Aber jetzt, sobald dort Militär stationiert wird, werden wir gezwungen sein, spiegelbildlich zu reagieren. Juri, wir brauchen Übersetzung. Spiegelbildlich reagieren heißt genau was? Das wissen wir natürlich nicht, Hajo, aber wir haben in der Vergangenheit gehört oder erfahren, auch wir als Deutsche Welle Studio in Moskau, dass spiegelbildliche Maßnahmen gar nicht spiegelbildlich sind. Es werden nämlich viel härtere Maßnahmen getroffen gegen ausländische Medien beispielsweise, gegen ausländische Firmen. Wir wurden rausgeschmissen aus Moskau, eben weil Russia Today in Deutschland Probleme bekommen hat, aber weiterhin arbeiten durfte. Wir nicht. Und auf meine Frage im Außenministerium, was sind denn eigentlich die spiegelbildlichen Maßnahmen, hieß die Antwort ganz einfach: ja, Russland ist auch nicht Deutschland. Das heißt, wenn Putin jetzt sagt, spiegelbildlich reagieren, heißt noch lange nicht, dass das wirklich auch so kommt. Und als Begründung kommt dann eben, wir sind ein anderes Land, wir haben unsere Regeln. Was das genau ist, weiß ich natürlich nicht. Fakt ist, dass eben die Situation eskaliert. Wir haben zum Beispiel, das hat meine Kollegin auch angesprochen, die Suwałki-Lücke. Wir haben auch Litauen jetzt, diesen Korridor nach Kaliningrad. Also es gibt da immer wieder Baustellen, wo jetzt gerade sozusagen ein kleines Feuerchen brennt und zu einem großen Feuer brennen könnte. Die Russen drohen. Mal sehen, was jetzt daraus wird. Aber noch einmal, wie genau diese spiegelliche Maßnahme, das könnte auch davon abhängen, zum Beispiel, ob
ob tatsächlich finnische Soldaten an der russischen Grenze stationiert sind oder eben andere NATO-Soldaten oder eben die einfach im, ja, im Sinne der Eingreiftruppe, der schnellen Eingreiftruppe schnell an die Grenze geliefert werden können, wenn es sein muss. Also ich glaube, das ist auch wichtig, was das genau heißt, wenn eben Finnland jetzt zum NATO beitritt. Da muss der Putin auch erstmal sich umschauen, gucken, wie er dann reagiert. Es wird ja gern aus Moskau mit der nuklearen Option gedroht. Kann man sich vorstellen, dass Putin jetzt Atomsprengköpfe näher an die NATO ranbringt, nach Belarus zum Beispiel? Also die sind ja schon angeblich in Kaliningrad. Also ob es wirklich Atomwaffen, Atombomben in Kaliningrad gibt, das ist nicht klar. Es werden sehr viele Informationen darüber, es gibt sehr viele Informationen darüber von sehr vielen verschiedenen Quellen. Was Fakt ist aber, es gibt in Kaliningrad, also in der russischen Enklave oder Exklave, je nachdem, wie man es betrachtet, die Iskander-Raketen, ballistische Raketen, die mit Atomköpfen beladen werden können. Und damit drohen ja auch russische Politiker ständig im Internet, im Fernsehen, die sagen zum Beispiel, Städte wie Warschau oder Berlin werden in 20 Minuten dem Boden gleichgemacht. Das ist mittlerweile so populär geworden, dieser schlechte Witz, sage ich mal jetzt, also dieser schlechte Spruch, dass die Menschen ohne im Augen zu zwinkern oder mit dem Wimpern zu zuckern, das einfach verbreiten. Und die Menschen glauben das auch. Das heißt, die Hemmschwelle, also zu diesem atomaren Ding, zu diesem atomaren Angriff, ist viel geringer in Russland, zumindest in der russischen Öffentlichkeit. Aber die russische Propaganda ist das eine, die Wirklichkeit ist das andere. Und Putin tatsächlich Atomwaffen benutzt, auch da sage ich, glaube ich nicht. Carolina Vigura, als wir das letzte Mal hier geredet haben, war ich sehr beeindruckt von Ihrer Aussage, Ihre polnischen Landsleute haben weniger Angst vor einem Atomkrieg, die ja in Deutschland sehr verbreitet ist, als vielmehr Angst vor einem russischen Angriff. Das heißt also, man könnte in Polen jetzt einfach jede Menge Atomsprengköpfe lagern und das wäre okay? Ja, aber das muss man auch richtig verstehen. Es ist nicht so, dass die Polen einfach leicht über den Nuklearkrieg denken. Das ist nicht so. Mhm. Es ist nur so, dass die nochmal historische Erfahrung dieses Gebietes beeinflusst unseres Verständnis des Krieges. Die Polen, aber auch, ich würde sagen, die baltischen Staaten, die denken, dass wenn die Russen reinkommen, dann wird das die Zerstörung total. Mhm. Also, dass wir in jeder Stadt eine Bucha-Massaker haben. Mhm. Deshalb, ob es ein Nuklearkrieg oder ein Massaker und Zerstörung wie in Bucha und in anderen ukrainischen Gebieten, ist sozusagen nicht so wichtig. Die Zerstörung, die totale Zerstörung passiert sowieso. Aber ich möchte noch was sagen über, über den Spiegel. Also wer spiegelt wem in dieser Situation? Also nicht das Nachrichtenmagazin, dass wir das nicht vergessen, dass es ist die NATO und die westlichen Alliierten, die spiegeln die Entwicklung des Krieges, der angefangen ist von Putin und nicht umgekehrt. Und Herr Putin versucht die ganze Zeit, uns zu überzeugen und natürlich auch die russische Propaganda sagt es sehr häufig, dass es ist Russland, das angegriffen wurde und das spiegelt etwas. Aber das ist nicht wahr. Gustav Gressel wird uns jetzt aus dem Spiegelkabinett herausführen. 1990 und in den darauffolgenden Jahren war es schick zu sagen, so, jetzt haben wir das Ding gewonnen, die Sowjetunion gibt es nicht mehr, Ende der Geschichte und all sowas. Wenn man alles das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, so zusammenrechnet, wird es einen neuen eisernen Vorhang geben, oder? Ja. Danke für diese umfängliche Antwort. Ja, wir sind in einem neuen Kalten Krieg. Russland lebt schon länger in diesem neuen Kalten Krieg, als wir den zur Kenntnis genommen haben. Ist das kalt? Genauso wie der Kalte Krieg gibt es auch heiße Phasen. Ja.
auch zu spiegelbildlich. Also Carl Bildt hat als schwedischer Premierminister 2010 schon vor russischen Nuklearwaffen in Kaliningrad über die Flotte, also nicht damals war noch kein Iskander dort, aber U-Boote mit Marschflugkörpern nuklearbestückt gewarnt. Also viel von dem, auch die russische Ausbau der Militärinfrastruktur in der Arktis gegenüber Finnland, auch in Belarus, all das, wenn man sich die Manöver vor dem Krieg anschaut, wie Jelnia aufgeblasen wurde zu einer, als sozusagen Garnisonsstadt. Viel von dem, was sicher später als Reaktion verkauft wird, ist schon sehr lange in der Planung, sehr lange in der Vorbereitung. Davon dürfen wir uns nicht beirren lassen. Es gibt diesen Kalten Krieg, es gibt vor allen Dingen einen Putin, der ja darauf setzt, dass wir im Untergang begriffen sind, dass der Westen dekadent ist, dass wir sozusagen verweichlicht sind, dass wir ein schwächer werdendes Europa wird, dessen Schwäche Optionen für Russland schafft, die es dann nützen kann. Das Wichtigste, was wir tun können, sowohl, und da ist die Aufrüstung der Bundeswehr ist nur ein Teil, aber das betrifft auch unsere rechtsstaatliche Verfasstheit, das betrifft unsere sicherheitspolizeiliche, unsere nachrichtendienstliche Präsenz. Das Wichtigste, was wir hier tun können, ist, nicht schwächer zu werden. Putin zu zeigen, dass diese Einschätzung falsch ist, indem wir in allen Dimensionen, von der Wirtschaft über die Rechtsstaatlichkeit, über die Medienfreiheit und dann eben auch bis zum Militär. Da waren wir halt am längsten faulsten, aber es ist nicht die einzige Dimension dieses Wettstreits der Systeme. Nicht nachlassen und nicht weich werden und nicht schwach werden, sondern uns selbst behaupten. Juris, hätte eigentlich passt doch der neue eiserne Vorhang durchaus in Putins Narrativ, ne? Die böse NATO, jetzt gibt es eine klare Grenze. Ist das jetzt paradox oder nicht? Hat Putin damit sein Ziel erreicht, dass diese klare Frontstellung der Systeme gezogen ist? Ja klar, also der Kalte Krieg in den Köpfen der Russen ist genau das, was Putin auch wollte, denn das Narrativ, wir sind von Feinden umgeben, der Westen ist faul und dekadent, aber auch böse den Russen gegenüber, ist genau das, was Putin schon seit Jahren der Kreml erzählt hat, den Menschen in der staatlichen Propaganda, und das dient natürlich auch dem Machterhalt von Wladimir Putin. Wir haben 2024, also in nur 2 Jahren, Präsidentschaftswahlen in Russland, und Putin hat nicht ausgeschlossen, dass er wieder kandidieren wird. Und da passt es natürlich super, dass eben Russland von dem sozusagen Ring der Feinde umgeben ist, dass man alle Kräfte konsolidieren, bündeln muss. Und wenn es jetzt den Russen schlechter geht, und es geht den Russen definitiv schlechter, und es wird ihnen auch noch mal schlechter gehen wegen der Sanktionen, weil die haben eher längerfristige Wirkung, dann wird das auch passen und sagen, seht her, der Westen tut uns schlecht. Der Westen will uns, dass unser Leben schlechter wird. Also so paradox das auch klingt, mit diesen Sanktionen erreicht der Westen eben auch die Gegenwirkung in Russland, eben die gegen den Westen. Ein letzter Blick nochmal nach Polen, Karolina Wigura. Kann man sagen, dass Polen als NATO-Land vollkommen zum Bündnis steht, oder gibt es erste Zweifel? Nein, vollkommen zum Bündnis, ja. Wir müssen noch an unsere Beziehungen mit Europa arbeiten. Daran arbeiten wir. Der faule, dekadente Westen hat Putin überrascht mit einer massiven Aufrüstung der NATO. Das war Auf den Punkt. Bis zum nächsten Mal.